du das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. 1,5 Jahre Arbeit im Untersuchungsausschuss liegt hinter uns. Es war sehr zeitintensiv und anders als Sie es dargestellt haben, Herr Schick, finde ich, haben wir uns die notwendige Zeit genommen. Auch wenn Sie noch Fragen hatten, haben wir immer verlängert. Wir haben Ihnen eigentlich alle Möglichkeiten gegeben, Ihre Fragen unterzubringen. Und wir haben auch noch zusätzliche Termine teilweise wahrgenommen. Von daher, glaube ich, haben wir sehr gut und solide zusammengearbeitet im Untersuchungsausschuss, auch wenn wir zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und ich gebe auch zu, als praktizierender Steuerberater auch über 20 Jahre, war ich über manches überrascht, was in dem Untersuchungsausschuss uns geboten wurde. Das Ganze mündet jetzt in 1000 Seiten. Wer Lust hat, kann das mal alles nachlesen, auch die Sondervoten und das Votum der Mehrheitsfraktion. Wir sind also für die Nachwelt auch weiter erhalten. Ich habe mich als erstmaliges Mitglied eines Untersuchungsausschusses am Anfang auch gefragt, ist das überhaupt sinnvoll? Und ich habe gedacht, es wäre sinnvoll, aber ich musste feststellen, dass die Opposition doch immer wieder geneigt war, diesen Untersuchungsausschuss als Instrument der Skandalisierung zu nutzen. Und das war der Sache nicht immer zuträglich, sondern im Gegenteil sehr abträglich. Und Herr Schick, ich hätte mir gewünscht teilweise, dass Sie nicht nur die eine Seite wahrnehmen, also unter der selektiven Wahrnehmung gelitten hätten, sondern das Ganze sich mal angesehen hätten, um dann zu einem objektiven Urteil zu kommen. Meine Damen und Herren, Cum-Ex-Geschäfte, das haben meine Vorredner schon gesagt, waren und sind rechtswidrig. Das ist die Auffassung, zu der wir gelangt sind. Die höchstgerichtliche Rechtsprechung steht noch aus, aber wir haben Rechtsprechung, insbesondere des Finanzgerichtes Hessen, die ausgeführt haben, dass es abwegig sei, so das wörtliche Zitat, doppelte Anrechnung von Kapitalertragssteuer, wenn sie denn nur einmal abgeführt worden ist. Es widerspricht völlig dem Grundverständnis der Kapitalertragssteuer als Abzugssteuer. Die Einbehaltung einer Steuer ist eben Voraussetzung für die Anrechnung der Steuer, und von daher kann es nicht anders sein. Und von daher ist es für mich deutlich, dass diejenigen, die diese Cum-Ex-Geschäfte initiiert haben, sich auch schlicht der Steuerhinterziehung nach § 370 Abgabenordnung schuldig gemacht haben. Und ich hoffe, die Strafverfolgungsbehörden werden dem deutlich hinterhergehen, und wir haben Hinweise, dass das so ist. Wir haben über Eigentum gesprochen lange. Kann es zweimal Eigentum gehen? Da sage ich nach dem Motto Highlander, es kann nur einen geben, es kann nur einen Eigentümer geben. Von daher die Verdoppelung des wirtschaftlichen Eigentums, was wir in manchen Aufsätzen von Hochbezahlten, wie wir feststellen durften, Professoren lesen mussten, ist, glaube ich, hinfällig. Das muss man nicht gesetzlich regeln. Das ist eigentlich geregelt, wie wir ja auch festgestellt haben, dass Cum-Ex keine Gesetzeslücke war, weil es von vornherein so immer gewesen ist. Von daher hat man sich die Frage gestellt, wäre Gesetzgebung eigentlich notwendig gewesen, weil es ja immer eine Gesetzeslücke war. Aber es ist gut, dass wir jetzt gesetzliche Maßnahmen dafür ergriffen haben. Zum politischen Spiel gehört es ja auch, mit Zahlen zu arbeiten. Darüber haben wir heute ja auch schon mehrfach diskutiert. Es ist ja dann ein Gutachten von Herrn Professor Spengel aus Mannheim in den Ring geworfen worden, das zu extremen Zahlen kommt. Und ich finde interessant, dass selbst Herr Professor Spengel von extremen Annahmen im Vorwort spricht. Das macht also deutlich, dass er selber das Gefühl hat, dass er wohl ein wenig zu hoch gegriffen hat. Und Herr Krüger hat auch schon darauf hingewiesen, das sind hypothetische Rechenmodelle, die dem zugrunde liegen. Es ist nicht beachtet worden, dass teilweise die Erstattung gar nicht ausgeführt worden ist, sie verweigert wurde, dass es Rückforderungen gegeben hat und dass weitere Verfahren noch laufen. Das müsste man eigentlich seriöserweise alles mit einrechnen, sodass man zu einem anderen Ergebnis kommen würde. Ich gebe aber zu, ich glaube, keiner hier im Saal und keiner der Zeugen, die wir vernommen haben, kann tatsächlich seriös sagen, was für ein Schaden entstanden ist und was letztendlich als Schaden überbleiben. Von daher wäre ich mit der Beurteilung, dass das der größte Finanzskandal der Bundesrepublik Deutschland ist, noch sehr vorsichtig. Warten wir mal ab, was unter dem Strich herauskommt. Wir haben uns auch damit zu beschäftigen gehabt, das war ja der eigentliche Auftrag auch des Untersuchungsausschusses, ob es eine Untätigkeit der Finanzbehörden gab. Ich habe den persönlichen Eindruck gewonnen, dass wir eine tolle Finanzverwaltung in Deutschland haben, die sehr engagiert waren. Ich denke an die Zeugeneinvernahme einer jungen Dame vom Bundeszentralamt für Steuern, die sich selbst bei Amtshaftungsvorwürfen dem zur Wehr gesetzt hat und die Kapitalertragssteuer nicht ausgezahlt hat. Und es gibt da auch andere Beispiele. Und es stellt sich ja auch immer die Frage, mit dem Wissen von heute stellen sich manche Dinge ja anders dar. Uns ist ja von mehreren deutlich gesagt worden,
dass zum damaligen Zeitpunkt man gar nicht erahnen konnte, welche Ausmaß diese Cum-Ex-Geschäfte haben. Es ist uns auch dargestellt worden, wissentlich, vielleicht auch falsch, das weiß ich nicht, dass es letztlich um technische Probleme geht. Wenn Sie das Schreiben des Bankenverbandes aus dem Jahre 2002 nehmen, ist da von technischen Problemen gesprochen worden und nicht von Steuergestaltungsmodellen. Von daher war die Annahme, die wir heute einfach unterstellt bekommen, das hätte man doch sehen müssen, dass da Milliarden durch die Gegend geschoben worden sind, nicht bewusst und auch gar nicht erkennbar. Ich habe Gespräche geführt mit Wirtschaftsprüfern, die derzeit Sonderprüfungen aufgrund des Auftrages der BaFin machen, die mir gesagt haben, sie wissen, dass diese Bank Cum-Ex-Geschäfte gemacht hat. Sie sind aber trotzdem nicht in der Lage, sie zu finden. Jetzt haben sie ganz große Themen aufgegriffen, Modelle gebildet, um überhaupt der Sache Herr zu werden. Also der Eindruck, der hier von der Opposition erweckt wird, man müsste nur in eine Bank hineingehen und würde sofort Cum-Ex sehen, ist schlicht falsch. Von daher brauchte man auch mehr Informationen, damit es gelingt. Und ich zitiere gerne Herrn Schmidt, den Steuerabteilungsleiter aus Baden-Württemberg, mittlerweile ja grün regiert, der sagte im Untersuchungsausschuss, aus Sicht der Verwaltung war nicht vorstellbar, mit welcher Energie sogenannte Finanzberater und Investoren durch ausgeklügelte Cum-Ex-Geschäfte im In- und Ausland an diesem Grundsatz, also einmal nur Eigentum, rütteln würden, mit dem Ziel, dem deutschen Staat systematisch bereits vereinnahmte Steuergelder in schwindelerregender Höhe wieder abzujagen. Und wer Herr Schmidt kennt, weiß, dass es ein ganz solider Finanzbeamter ist, Steuerabteilungsleiter. Das war eben der Kenntnisstand damals bei der Finanzverwaltung. Und von daher war die Dramatik, die man jetzt vielleicht erkennt, zum damaligen Zeitpunkt gar nicht gegeben. Und wir wissen ja auch, Kollege Schwarz hat darauf hingewiesen, dass hier ja Akteure zusammengearbeitet haben. Man könnte teilweise das Gefühl haben, dass es hier auch um organisierte Kriminalität geht, also die sich abgesprochen haben, um den deutschen Staat zu schaden. Wir haben auch dann über Cum-Cum gesprochen. Und Herr Pitterle hat vorhin eingeworfen, warum hat es da so spät reagiert worden. Aber Herr Kollege Pitterle, wir haben 2005 bis 2011 eine Unsicherheit gehabt aufgrund der europäischen Rechtsprechung. Von daher konnten wir erst nach 2011 beginnen, über Cum-Cum-Regelungen nachzudenken und haben das ja im Investmentsteuerrecht dann auch gemacht über den Paragraph 36a ESCG. Und Herr Kollege Schick, wenn Sie sehr selbstkritisch vorhin die Arbeit des Finanzausschusses beleuchtet haben, mag das für das Jahressteuergesetz 2007 zugetroffen haben, da waren Sie Mitglied des Finanzausschusses, ich nicht, ich kann dazu nichts sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, als wir das Investmentsteuerrecht beraten haben, wo es eigentlich um Cum-Cum gar nicht ging, haben wir uns sehr intensiv mit dem Thema 36a, der ursprünglich 36 Absatz 2a war, beschäftigt und haben Anpassungen vorgenommen, um es zielgerichtet zu machen. Und wir haben unsere politische Verantwortung als Finanzausschuss, und da lege ich Wert drauf, wahrgenommen und über alle Fraktionen. Also so schlecht, wie Sie den Finanzausschuss gemacht haben und die Mitglieder, lasse ich jedenfalls für den jetzigen Finanzausschuss nicht gelten. Für 2007 kann ich es nicht sagen. Mich wundert manchmal, warum Sie die Dinge, die Sie jetzt alle ansprechen und denken, die wären alle schon bekannt gewesen, damals nicht angesprochen haben. Wieso Sie in der Gesetzesberatung nicht Fragen gestellt haben 2007. Es zeichnet sich ja aus, dass Sie das selbstkritisch beleuchten, aber die Frage stellt sich schon. Und wenn Sie dann in Ihrem Sondervotum noch erwähnen, bei der OGA IV Umsetzungsgesetz, wären Sie nicht informiert worden, dass es zwei BMF-Schreiben gegeben hätte? Da muss ich Ihnen sagen, BMF-Schreiben sind öffentlich, die sind jedem Bürger zugänglich, auch einem deutschen Abgeordneten. Also wenn Sie sich hätten kundig machen wollen, hätten Sie es auch in dem Punkt machen können, indem Sie die BMF-Schreiben einfach gelesen hätten. Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich noch mal festhalten, dass es gelungen ist, über den Zeitablauf haben wir lange gestritten, durch das OGA IV Umsetzungsgesetz Cum-Ex zu schließen. Wir haben über das Investmentsteuerreformgesetz Cum-Cum geschlossen. Alles zu Zeiten von Wolfgang Schäuble. Er hat seine Arbeit gut gemacht. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die SPD-Fraktion.